vier zentralen Bereichen haben wir viel erreicht. In zwei Punkten hingegen haben wir unsere Zielvorgaben nicht erreicht. Erstens erweist sich die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten langwieriger und viel kostspieliger als erwartet. Für die gesamte Bankenbranche und nicht nur für Sie sind die Aufwendungen zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Altlasten beispiellos, vor allem in den USA. Seit der Krise haben die weltweit führenden Banken im Rahmen von Strafen und Vergleichen mehr als 100 Milliarden Euro bezahlt. Die Deutsche Bank ist Teil dieser Entwicklung. Meine Damen und Herren, seien Sie versichert, wir tun alles, um die noch ausstehenden Fälle so weit wie möglich systematisch abzuarbeiten. Zweitens, die Kosteneffizienz bleibt eine Herausforderung für uns. 2012 brachten wir das ehrgeizigste Kostensenkungsprogramm in der Geschichte der Bank auf den Weg. Das Programm ist auf Kurs, aber die Gesamtkosten der Bank sind nicht wie angestrebt gesunken. Das hat interne und externe Gründe. Zum einen hat sich unser Umfeld verändert. Zum anderen spielt aber auch die Umsetzung des Programms eine Rolle. Die aufsichtsrechtlichen Hürden sind heute höher, als wir oder die meisten anderen in unserer Branche erwartet hatten. Die Aufsichtsbehörden nehmen weltweit tätige Institute wie die Deutsche Bank besonders genau unter die Lupe. Die digitale Revolution verändert die Art und Weise, wie unsere Kunden mit uns kommunizieren. Jeden Tag greifen Kunden rund 1 Million Mal online auf ihr Deutsche Bank-Konto zu. Davon über 300.000 Mal über ihr Mobiltelefon. Das ist für uns eine großartige Chance, mit unseren Kunden in noch engeren Kontakt zu treten. Als erste Bank in Deutschland haben wir unseren Kunden den Kontozugang über ein Login per Fingerabdruck ermöglicht. Und in diesem Jahr sind wir die erste Bank in Deutschland, die Dienstleistungen über die Apple Watch anbietet. Lassen Sie uns nun über unsere Kerngeschäftsbereiche Global Transaction Banking und Deutsche Asset and Wealth Management sprechen. In beiden Bereichen wollen wir investieren und wachsen. Global Transaction Banking ist für uns ein sehr attraktives Geschäftsfeld. Wir haben in diesem Geschäft eine führende Position inne. Der Bereich ergänzt unser Angebot im Investment Banking für Firmen und institutionelle Kunden. Die Eigenkapitalrendite ist hoch und unsere Kosteneffizienz erstklassig. Wir haben aber hier noch weit mehr Potenzial. Um dieses Potenzial auch auszuschöpfen, werden wir kräftig investieren. In den kommenden 5 Jahren stellen wir zusätzlich über 50 Milliarden Euro an Bilanzsumme bereit, um unser Geschäft mit großen Unternehmen und Institutionen weiter auszubauen. Und wir werden zusätzlich 1 Milliarde Euro in die Weiterentwicklung unserer Kernprodukte investieren. Wir wollen unsere marktführende Position in Deutschland und Europa behaupten und in den USA und Asien weiter wachsen. Wir sind auf unserem Weg schon sehr weit gekommen. Wir haben die Deutsche Bank sicherer und stärker gemacht. Sie ist damit für die Zukunft in vielfacher Hinsicht veränderten Welt gut gerüstet. Wir sind freilich noch nicht am Ziel. Der Umbau geht weiter. Wir liefern Ihnen noch nicht die Renditen, die Sie erwarten und die Sie verdienen. Doch wir sind sicher, wir steuern die Deutsche Bank in die richtige Richtung.